Wir haben wirklich ein starkes Team, super Mannschaftsgeist. Es war nicht so, dass wir jetzt klar dominiert haben. Klar sind wir dreimal Schweizermeister, aber es ist eigentlich jedem Jahr ist es wirklich ein grosser Kampf gewesen. Und wir haben uns dann einfach wirklich auf Messerschneiden dann immer zum Glück können durchsetzen. Also wir hatten immer zwei bis drei Ausländer. Dieses Jahr haben wir eigentlich jetzt nur noch einen Ausländer, den Mathis, in unserer Reihe und haben dafür zwei junge Schweizer Spieler können verpflichten. Und das ist eigentlich unsere Philosophie vom Verein, dass wir wirklich auch wollen, mehr die Spieler mit dem Verein in Verbindung bringen, dass sie nicht nur eingeflogen werden, sondern dass sie auch hier trainieren, dass sie den Vereinsanlässen teilnehmen. Ja, das wäre natürlich wirklich das Schönste, wenn man den eigenen Nachwuchs mal in der ersten Mannschaft spielen lassen. Ist nicht immer so einfach. Aber man weiß nie, also Nachwuchsspieler entwickeln sich immer sehr schnell. Ja, es kann natürlich schon gut sein, dass wir vielleicht jetzt nicht mehr so weit kommen, aber wir versuchen natürlich alles. Und ich glaube, wir sind trotzdem eine starke Mannschaft.